Meine Damen und Herren, neben mir sitzt Donny O'Sullivan. Sie sind hier quasi im Warm-up-Bereich des Neo Magazin Royals. Wir haben ein fantastisches Publikum heute hier. Hallo! Heute Abend ist Donny O'Sullivan Gast. Zu Gast in der Sendung Donny O'Sullivan. Ja. Riles live in dem Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld. Das wird eine tolle Performance heute Abend. Es lohnt sich sehr einzuschalten. Nicht nur deswegen, wir haben auch viele andere tolle Themen. Hashtag der Woche lautet übrigens E. Hashtag E. Das ist eine beschissene Idee, wenn man irgendwie einen geilen Hashtag in die Trends bringen möchte, aber es klappt überhaupt nicht. Hashtag E ist eine scheiß Idee. Ja, ich fand den Hashtag auch nicht so geil, muss ich sagen. Ja, ich auch nicht. Aber das ist nun mal manchmal so, das habe ich jetzt gelernt nach meiner Woche bei den Sozialdemokraten, manchmal muss man auch Dinge machen, die nicht so geil sind. Ja. Zum Beispiel Sozialdemokraten. Vielleicht solltest du lieber eine Woche bei Social Media. Okay, wow, ciao. Den Gag hast du aber voll verkackt. Das ist als Tiger gesprungen oder als Amsel gelandet, genau. Wenn überhaupt. Genau. Töte mich. Donny, ja. Das ZDF hat mir aufgetragen, ich soll ein paar Sachen dich fragen. Warum mache ich das? Das erkläre ich dir jetzt gleich. Ach so, okay. Da sind wir nicht so wir sind nicht bei den Rocket Beans hier. Also ganz langsam. Unser Publikum ist ab 65, aufwärts. Ja, okay. Wirklich, ganz kurz, alle lachen, aber es ist wirklich wahr. Aber im Fernsehen. Das Publikum bei Rocket Beans ist meistens Level 65, ab Level 65. Ach so. Ja, das beim, ist... Warcraft gerade. Das ist doch, mit Leveln, das ist hier ganz... beim ZDF heißt das Pegel und ja. Ist meistens über 3,0 noch vom Fernsehgarten. So, dein Name ist Donny O'Sullivan. Genau, D-O-N-N-I-E. Donny. Genau. Ist das eine Abkürzung für Donald? Nee, das ist eine Abkürzung für Donnica. Donnica, D-O-N-N-C-H. Donnica. Donnica, ja. Das ist ein irischer traditioneller Name. Donnica? Ja. Aber leider leider aber D-O-N-N-C-H-A geschrieben, also ohne... D-O-N-N-C... Und deswegen werde ich immer oft so, don't you nee, know. Ich will das jetzt mal richtig reinschreiben. Ich D-O-N-N-C-H-A. Donnica. D-O-N-N-C-H-A. Mhm. Donha steht dabei. Genau, deswegen. Donha. Donha, mein Köpfe. Donha. Ja, Donha. Bring, mach Eis auf. Ja, Donha, mach Eis auf. Wo ist Eisbrecher? O'Sullivan, O-Apostroph. O-Apostroph, Sullivan. Wenn angenommen, du würdest in Berlin in so einem Bezirk, wo es auch viele Nagelstudios und Friseurläden gibt, einen Imbiss aufmachen, das ist ja, das Apostrophfehler wird ja gern gemacht. Wie, ja. Also wie müsste man dann Donha O-Apostroph S, ja. Sullivans, es ist eine Apostroph S. Ja, es ist eine einzige schwere Geburt mit diesem, mit diesem Namen. Ich kann dir sagen, am allerschlimmsten ist es bei Ämtern, wenn man da sitzt und dann, weil ich schon sehe, wenn die es eintippen, ich sehe schon, dass die das falsche Apostroph benutzen. Dann will man höflich sagen, Sie bleiben da, ich sitze hier. Ich weiß, wo mein Apostroph ist. Und nee, wissen Sie nicht? Sie sind gerade bei dem Akzent. Ich finde das übrigens auch, wenn man in Ämtern sitzt und diese Sachen macht und diese Folie über dem Display ist, und man dann so kurz rumgucken möchte und dann das eben geht diese, gar nicht. Ganz kurz, ja, ehrlich, Folie, nee, das ist hier Datenschutz, aber das sind doch meine Daten. Zugriff! Und das ist einfach nur so ein Antrag für so einen Blumenladen. Ja, ja, Sternzeichen. Widder. Boah, Widder! Widder kenne ich. Widder. Von Moderator zum Moderator. Welchen Rat würdest du mir geben? Aufhören, wenn man graue Haare bekommt. Aufhören, wenn man graue Haare bekommt. Aufhören, wenn man graue Haare bekommt. Alles klar. Dankeschön. Auf einer Skala von Euro Truck Simulator 2 bis Age of Empires 2. Wie gut ist Game Royale 3? Heute Abend spielen wir mit Donny Game Royale 3, das neue Spiel vom Neo Magazin. Ich sag mal so, ein Spiel ist immer nur so gut wie der das Spiel führt. Also wie die Figur, die das Spiel... Ja, in deinem Fall ist es eine Ausnahme, weil es halt sehr egoman ist, aber bei normalen Leuten ist nicht unbedingt... Mehr dazu heute Abend im Neo Magazin Royal mit Donny O'Sullivan. Lassen Sie sich überraschen, wir haben einiges vorbereitet. Und letzte Frage, fasse die Sendung mit einer Stimmenimitation von Jan in maximal 280 Zeichen zusammen. Dich kann ich nicht. Ja, nee, aber es ist... Jetzt musst du noch auf diesem Gerät... Musst du jetzt noch draufdrücken, wie so allgemein das Befinden ist nach dieser Sendung, die wir jetzt gerade gemeinsam aufgezeichnet haben? Kannst du von Idioten Lachsmiley, haha, super lustig, normal lachen, komisch Augen verdrehen oder Wut?
Also, es wird auf jeden Fall toll heute Abend im Neo-Magazin Royal. Riles zusammen mit dem Rundfunk-Tanzorchester live. Das sollten Sie nicht verpassen. Wir haben eine schöne Sendung. Liebe Genossinnen und Genossen, es gibt eine kleine Überraschung heute Abend auch noch für euch. Hashtag der Woche ist eh und es wird eine geile Show auch. Und vor allen Dingen wegen Donny O'Sullivan. Bis nachher. Ciao. Tschüss.